Okay, herzlich willkommen zum heutigen Expertengespräch mit Dr. Sven Fikenzer. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Sven, wir lassen das Förmliche. Wir kennen uns schon seit 1997, 98. Wir haben zusammen Sportwissenschaften studiert an der Universität Leipzig, Sportwissenschaftliche Fakultät. Wann hast du genau angefangen? Also ich habe 96 angefangen, also ich bin der etwas ältere von uns beiden, das sieht man in den mehr grauen Haaren. Ja, stimmt, ich habe 97 angefangen und trotzdem haben wir uns da natürlich kennengelernt, wir haben uns getroffen und wir haben uns im Vorfeld gerade noch mal so ein bisschen ausgetauscht und sind noch mal so ein paar Sachen durchgegangen. Als erstes muss ich mal weg von den Inhalten und dir gratulieren. Du bist seit 01.01.1990 Schalke-Mitglied. Du hast selber bei Schalke Fußball gespielt und hast jetzt den Aufstieg wie gefeiert? Unfassbar. Also ich war sozusagen so happy, ich bin auf Knien gerutscht. Man muss sich das so vorstellen, St. Pauli tut nichts fürs Spiel, führt 2-0 zur Halbzeit. Und man hat so die Sorge, dass das in Nürnberg schief geht, weil ich hätte fast gesagt, da hätte die Fanfreundschaft auf der Kippe gestanden, wenn die Nürnberger da vielleicht sogar gewinnen und die Schalker deswegen nicht aufsteigen. Also insofern bin ich ganz froh, dass wir es am Ende 3-2 gedreht haben und zwar verdient gedreht haben. Absolut, ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Du weißt, ich bin Bremer, ja, und ich habe mega gefeiert, als wir gegen Schalke 4-1 gewonnen haben. Ihr hattet nicht den Hauch einer Chance, ja. Da war für mich eigentlich der Aufstieg schon besiegelt. Jetzt müssen wir noch zittern. Denkst du, du bist ja wirklich Fußballexperte, hast die Art Trainerlizenz, glaube ich, ja, ne, im Fußball, selber bei Schalke gespielt. Glaubst du, die Bremer machen das gegen Regensburg? Einen Punkt brauchen sie? Also für mich sind die Bremer als nächster Aufsteiger, als zweiter sozusagen für mich klar und gesetzt. Alles andere wird da hinterher letztlich... werden wir sehen. Also ich denke, der HSV könnte in die Relegation gehen. Hier möchte jemand einen Themenwechsel, weil hier ist ein Dortmund-Fan, das ist uns jetzt mal egal. ja, also ich würde mir auch als Bremer ganz ehrlich wünschen, dass der HSV mit hochgeht. Ja, was wäre das für eine erste Liga? Obwohl die zweite Liga jetzt natürlich auch bärenstark ist, muss man ja sagen. Es war wirklich alles möglich und dass der HSV da überhaupt noch mal die Chance bekommt, hätte ich nie für möglich gehalten. Auch Bremen nicht nach dem Start. Nee, war nicht so zu erwarten, aber am Ende des Tages ist es eben so, 34 Spieltage sind's und danach geht's. Ja, das ist Fußball, das hat auch viel mit Sportpsychologie zu tun. Das hatten wir gestern mit dem Olli Stoll, den du ja auch sehr gut kennst. Ja. Ja, heute sprechen wir aber nicht über Sportpsychologie, heute sprechen wir über Sportwissenschaften, über Leistungsdiagnostik und wir sprechen über Medizin. Vielleicht ganz kurz, du warst nicht nur in der Sportwissenschaft, hast dort studiert, du warst auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Welche Projekte hast du da begleitet? Du warst ja im Bereich Prävention, Medizin tätig. Ja, wir haben unter anderem so leistungsdiagnostische Forschungsprojekte begleitet. Das war zum Beispiel das Leipziger Schulprojekt in Kooperation mit dem Herzzentrum Leipzig, damals unter der Leitung von Professor Schuler. Und das ist ja ein wesentliches Instrument gewesen, zu klären, inwieweit täglicher Schulsport förderlich ist für die Gesundheit und die Prävention. Und man muss eigentlich aus den Ergebnissen sagen, es wäre sinnvoll, wir würden täglich Schulsport haben, eine Stunde. Wir haben aber leider nur 2 bis 3 Stunden, je nachdem, welche Schulform und welche Altersstufe. Ne? Jetzt sagt der absolute Experte hier, der ja in diesem Bereich, und da kommen wir glaube ich noch weiter, auch weiter geforscht hat, wir bräuchten eigentlich täglich eine Schulsportstunde. Das haben wir ja bei weitem nicht. Ja? Wir haben in Sachsen sogar die 3. Schulsportstunde gestrichen. Und jetzt haben wir ja leider Gottes auch 2 Jahre Pandemie hinter uns, wo wir gar keinen Schulsport hatten oder sehr eingeschränkten Schulsport, wo wir keinen Vereinssport hatten. Ich habe es gestern den Olli schon gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Kinder? Was bedeutet das eigentlich so ja, für die nächsten Generationen? Womit müssen die jetzt leben? Also ob das jetzt unmittelbar für im Sinne einer Chronifizierung von irgendetwas führt, das mag ich nicht glauben und da gibt es auch im Moment noch keine Daten dazu, die da irgendwie darauf hinweisen. Dass das sicherlich ärgerlich ist und misslich, das ist unbestritten. Es wäre schöner gewesen, die Kinder hätten Sport in irgendeiner Form gehabt, aber das ist sicherlich alles aufholbar und auch nachträglich noch darstellbar. Wir wissen ja auch aus anderen Daten ganz gut, dass selbst wenn ich erst später mit dem Sport und dem Präventionsprogramm einsteige, ich immer noch die Vorteile davon genießen kann. Insofern, ob das jetzt mal für die 2 Jahre Pandemie mal nicht vollständig war, der Sport,
das ist dann eben mal so hinzunehmen. Ich denke, es kommt darauf an, jetzt in Zukunft gute Angebote für die Kinder vorzuhalten, in denen sie sich bewegen können. So habe ich dich immer kennengelernt, ja, immer positiv denkend. Es ist ja auch so, wir können es ja auch nicht mehr ändern. Die 2 Jahre hatten wir keinen Sport. Absolut. Das heißt, wir brauchen da nicht drüber jammern, sondern wir müssen nach vorne schauen und müssen überlegen, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff. Dafür haben wir ja unser Projekt Walk in GIF. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Mädchen sehe, ja, wie sie da so ganz freudvoll auf dem Laufband geht und Spaß dran hat, sich zu bewegen. Wir sehen ja, das ist ja praktisch in unserem Naturell. Also Menschsein heißt eben auch, sich zu bewegen, aktiv zu sein. Und das ist ja ein Ausdruck dafür. Also ich finde genau das. Wie alt wird sie gerade sein? Vielleicht so 5, 6, 7 Jahre. Und sie ist total begeistert und läuft da sozusagen ihre Meter. Ist doch toll, oder? Also ich meine, das ist ein Ausdruck dafür, wofür wir eigentlich auch da sind. Ne? Genau, ich kriege schon wieder, ich habe hier täglich Gänsehaut, ja. Und das freut mich so sehr. Und seit 12 Jahren machen wir mit XPK ja nichts anderes, um genau diesen Spaß zu vermitteln, dass Kinder Spaß an Bewegung haben, dass Kinder Spaß an gesunder Ernährung haben. Und das macht mir, meinem Team, unglaubliche Freude. Und es zeigt natürlich auch hier, wie wichtig es ist. Ne? Und ja, es gibt noch Chancen. Ja? Die Zukunft ist nicht Geschichte hier. Also wenn man mal sieht, wie viele Menschen hier anstehen, die alle noch laufen wollen, da muss man ja mal sagen, daran erkennt man ja, es ist ja gar kein Problem. Leute wollen sich bewegen. Es müssen aus meinem Verständnis heraus niederschwellige Angebote sein. Also da darf nicht so eine große Barriere sein. Also die Leute müssen schnell in Bewegungsprogramme kommen können. Und die können ganz banal sein. Bei Patienten, die mich fragen, was kann ich denn machen, Doc? Dann ist so, mein Programm ist immer das banal, so 30 Minuten um den Block. Also das ist mein Programm, was ich immer empfehle. Da geht das eben los, die ersten 14 Tage, 3 Wochen, eine Runde um den eigenen Wohnblock zu wählen, spazieren gehen, 30 Minuten und nach dann im Verlauf der Zeit die Runde so weit schneller absolvieren, dass man am Ende vielleicht dafür die gleiche Runde nur noch 27 oder 25 Minuten braucht. Und dann erweitert man im nächsten Schritt einfach die Strecke und hat wieder 30 Minuten. 30 Minuten um Block. 3 bis 5 Mal die Woche, das ist so das einfachste Programm, da brauche ich gar keine Technik dafür, das kann jeder absolvieren. Also das entspräche dem, wie wir es hier sehen, jeder macht. Absolut richtig, und es ist vor allen Dingen ganz einfach. Ganz einfach. Ich muss es nur tun, genau. Ich muss nur ins Handeln kommen, und da scheitern ja leider die meisten. Ne? Häufig aber deshalb, weil die Angebote bzw. die Programme nicht gut erklärt sind oder zu komplex sind. Also teilweise eben auch so, dass man gar nicht sagt, machen Sie doch moderates Ausdauertraining. Also, gern genommener Satz, steht fast in jedem Programm drin. Aber wenn ich dich jetzt frage, du hast Sportwissenschaft studiert, was ist ein moderates Ausdauertraining? Und dann kann es sein, dass du sagst, das ist langsames irgendwas oder zeitlich was Langes machen. Das sind ja schon völlig verschiedene Vorstellungen. Aber jetzt sag mal, was ist denn bei dir eigentlich ein moderates Ausdauertraining? Du, ich bin da raus. Nein, klar, moderates Ausdauertraining. Also ein Fehler, den ich gemacht habe, ich bin ja auch mal, als ich dann irgendwie sehr, sehr viel gearbeitet habe, auseinandergegangen und habe dann wieder angefangen, habe mich selber motiviert, bin laufen gegangen. Was habe ich gemacht? In meinem Kopf war ich ja noch der Leistungssportler. Auch das. Bin viel zu schnell angegangen. Und das war für mich, ich fange mal moderat an. Ja, das definiert ja jeder für sich selber wahrscheinlich. Ne? Also für mich ist es zumindest so gewesen, dass ich gesagt habe, komm, ich starte mal wieder. Und in meinem Kopf bin ich so gestartet, wie als wenn ich eigentlich fit gewesen wäre. Genau. Ja? Und jetzt gibt es ja noch die, das kennst du vielleicht auch, die sogenannten Weekend Warrior. Also die es die Woche über keine Zeit haben und die sich sozusagen das 10.000 Euro Bike im Keller hingestellt haben und dann samstags vormittags das die Maschine rausholen und dann 3 Stunden durch die Kante donnern und das vielleicht auch noch am Sonntag und dann damit eigentlich alles abdecken wollen. Und da haben wir aber mittlerweile gelernt, aus Daten, aus großen Studien, dass diejenigen profitieren, die keine Risikofaktoren haben. Für die kann das auch super sein. Aber für diejenigen, die praktisch mit einem kardiovaskulären Risikoprofil kommen, die schon einen Bluthochdruck haben, die vielleicht auch einen Cholesterinspiegel erhöht haben oder die auch eine positive Familienanamnese für Erkrankungen haben, dass die nicht davon profitieren. Denn die sollten tatsächlich lieber ein anderes Programm machen, das anders gestaltet ist. Also wir sehen schon, man muss manchmal differenzieren, ein Programm nicht für alle, aber den Einstieg so niederschwellig wie möglich wählen.
Jetzt sind wir schon voll im Thema, voll in den Inhalten. Und eigentlich wollte ich noch sagen, du hast ja 2008 promoviert zum Thema Leistungsdiagnostik und 2009 bist du erstmal Professor geworden für Trainingswissenschaften in Saarbrücken. An der DFPG, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, eine tolle Einrichtung, privat geführt, aber mit exzellenten Studiengängen, kann man sagen, also sehr gut. Das heißt, du hast dort unglaublich viele Studenten ausgebildet, genau für dieses Thema, und hast dir dann, wir überfliegen das jetzt mal, sonst schaffen wir das alles von der Zeit her gar nicht, hast dir dann gesagt, das ist mir jetzt zu langweilig, 2013, ich studiere jetzt nochmal, und zwar Medizin. Genau. Ja, kann man ja mal machen, oder? Kann man machen, wenn man mehr wissen will. Also wenn das Wissen nicht reicht, um Dinge zu erklären, auch um Adaptationsprozesse, Bedeutung von Programmen inhaltlicher Art einerseits, aber vor allen Dingen eben auf die Veränderungsprozesse, Herz-Kreislauf-System und Co. Wenn einem das nicht ausreicht, was die Sportwissenschaft dafür vorhält, dann muss man die Mutterwissenschaft hinzunehmen, und das ist die Medizin, und deshalb nochmal grundständig. Also absoluter Respekt, 2013 hast du nochmal Medizin studiert, da würde ja kaum einer drauf kommen. Ich finde das sensationell, weil du dich entsprechend weiterentwickelt hast. Du wolltest es, du warst schon immer so wissbegierig, so kenne ich dich. Und bist seit 2020 am Uniklinikum für Kardiologie. Was machst du da genau? Ja, zunächst erstmal das, was man so als Assistenzarzt macht, also die ganz normalen Tätigkeiten, die im Rahmen des Klinikalltags anfallen. Das ist der Stationsdienst, der Stationsalltag. Aber darüber hinaus betreue ich eben die sportkardiologische Ambulanz. Macht ja Sinn mit dem, was du im sportwissenschaftlichen Studium schon kennengelernt hast. Genau, und die haben wir jetzt so aufgebaut und etabliert und betreuen dort über die sportkardiologische Ambulanz eben auch die Spitzensportler mit der Stadt mit, also ob es die DFK-Handballer sind, die eben jährlich einen Check brauchen, bevor sie zur Bundesliga-Saison wieder zugelassen werden, oder ob es eben nach SARS-CoV-2-Infektion zu einem sicheren Return to Competition Informationen und ein Statement von Kardiologen braucht, dann eben auch für die anderen, zum Beispiel eben auch für Spieler von RB. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer gehen in das ganze Thema. Also SCDFK habe ich verstanden. Jetzt war ich ja auch mal Manager in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß, wir machen immer eine Leistungsdiagnostik am Anfang der Saison. Das machst du auch mit der SCDFK, nur eben auch aus medizinischer Sicht schaust du dir dann die Daten an und gibst dann eine Empfehlung. Ganz genau. Gemeinsam mit einem Mannschaftsarzt oder wie. Genau, wie haben sich denn die Zuschauer das vorzustellen? Weil das ist ja mega spannend. Naja, es gibt da so, also ich werde praktisch hinzugerufen oder hinzugebeten zum Medical Staff, also zu den medizinischen Betreuern. Das ist ja Professor Hepp einerseits und René Toussaint andererseits. Das sind ja die Ärzte der Mannschaft. Und dann gibt es ja ein Trainerstab, bestehend aus dem Cheftrainer und dem Athletiktrainer. Und eben aus dieser Gruppe heraus wird man dann eben gefragt, gibt es Besonderheiten, gibt es Dinge, die berücksichtigt werden? Worauf soll jetzt in der Zukunft geachtet werden, was den einen oder anderen Spieler anbetrifft, hinsichtlich der Weiterentwicklung und der Leistungsentwicklung? Das machst du jetzt mit Profisportlern, das ist extrem wichtig, ja. Wir haben viele schlimme Geschichten gehört, wo Spieler einfach mal umkippen. Ja? Ja. Wir haben es in Dänemark, der Eriksen. Ist das, um da vorzubeugen? Letztlich muss man sagen, ja. Das ist schon eben eine wichtige Fragestellung, ob eine Infektion wie zum Beispiel durch SARS-CoV-2 dazu führt, dass eben Schäden am Myokard, also im Herzmuskel, entstehen, die dann eben auch zu bösen Rhythmen führen können, wie eben solchen schnellen Schlägen, die eben im Herzen entstehen können, die dann eben den plötzlichen Herztod beschreiben. Und das kann man, wenn man sorgfältig vorab, testet und prüft, zumindest das Risiko deutlich minimieren. Ich will nicht sagen, dass wir es gänzlich ausschließen können, aber wir können das Risiko deutlich minimieren. Okay, ganz ausschließen haben wir ja gesehen, funktioniert nicht. Ja, und aber es ist wichtig, und das, seit wann gibt es das? Das gab es ja früher nicht, oder? Naja, das gibt es schon doch eine ganze Zeit, nur ist es sozusagen jetzt ins Bewusstsein gerückt. Also man hat sich jetzt mehr Gedanken darüber gemacht, dass man das machen muss. Früher ist man eben doch auch der ein oder andere Trainer, wer kennt den nicht, der gesagt hat, ja Junge, jetzt mach mal, ja, ein bisschen Schnupfen, da haben wir früher weitergespielt. Ja? Das würde man heute wahrscheinlich so in der Konstellation nicht mehr sagen. Ja, völlig klar. Herzmuskelentzündung ist ein Riesenthema. Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Leistungssportler hier, die uns zuhören, sondern auch normale Menschen. Ja? Wie wichtig ist das, dass die sich hier auch medizinisch, wenn sie jetzt sagen, ich möchte mich
mal wieder bewegen, ich muss mal was tun, ich muss abnehmen. Was empfiehlst du denen? Da empfehle ich tatsächlich die kardiologische Vorstellung beim ambulant niedergelassenen Kollegen, der dort mal einen Blick drauf wirft auf das Herz, ganz allgemein, um zu sicherzustellen, dass eben nichts bereits schon im Gange ist. Das wäre bei, insbesondere bei Erwachsenen, die sozusagen schon mittleres und hohes Erwachsenenalter haben, wäre das sinnvoll. Und dann hat man zumindest einen Status quo, um gesichert in den Sport einsteigen zu können. Also es muss keine Angst haben. Ja, man stellt sich vor, man kann das auch beim Hausarzt sicherlich noch zunächst mal über den lassen. Hausarzt und dann geht man gegebenenfalls weiter zum, es gibt ja auch Hausärzte, die als Sportmediziner sich weiterqualifiziert haben, auch die sind sehr gut geeignet, um einen ersten Check-up zu machen, um zu klären, gibt es irgendwas, was zu beachten wäre. Das sollte man in jedem Fall tun und dann kann man aber, denke ich, ganz gut in den Sport einsteigen. Und dann rausgehen und dann geht's los. Und dann raus und dann, genau. Ich bin aber ein Freund davon, so durchaus, wenn man nicht weiß, wie, sich irgendwelchen Teams anzuschließen. Es gibt so viele Bewegungsgruppen in der Stadt, die organisiert sind. Das kann die Bewegungs- und Gesundheitssportvereine sein, das können Fitnessstudios sein, die mittlerweile sehr gut qualifiziertes Personal haben. Und wir reden nicht mehr von den Mitte 90er oder vielleicht Mitte 80er Jahren sogar, wo es überhaupt gar keine Qualifizierung gab. Denn mittlerweile gibt es ja sogar Studiengänge auch für den Bereich Fitness, Prävention und Gesundheit. Also auch da gibt es hochqualifiziertes Personal mittlerweile. Also denen sich oder hinzugehen und mit denen zu sprechen, kann hilfreich sein, ein gutes individuelles Konzept zu bekommen, um den eigenen Zielen, auch die eigenen Ziele gut erreichen zu können. Genau, und dann heißt es einfach nur noch los. Und dann los. Gehen. Und dann los. Genau. 30 Minuten im Block. Genau. 10.000 Schritte. Oder so. Genau. Der Verband Deutscher Fußballlehrer, der sagt über dich, er hält anspruchsvolle Vorträge zum Thema Leistungsanalyse bei Post-Covid-Sportlern, Hinweise und Folgerungen für die Trainingspraxis, die die volle Konzentration der Zuhörer fordern. So, jetzt gehen wir in ein Thema rein, abschließend. Ja. Du bist mittlerweile Experte, wenn es um das Thema Post-Covid-Trainingsstudien geht, oder du hast eine eigene Trainingsstudie? Genau. Also wir haben ja festgestellt im Rahmen der SARS-CoV-2-Infektion, dass eine ganze Menge Menschen betroffen sind, die dann im Anschluss nach ausgeheilter Erkrankung feststellen, dass sie ermüdet sind, so eine Art Erschöpfungssyndrom haben und irgendwie nicht richtig in die Puschen kommen. Und das hatte ich nach der Impfung übrigens. Ja, das kann vorübergehend mal für 10, 14 Tage, 3 Wochen kann das sein und dann ist das auch okay. Aber wenn das länger andauert, mehr als 6 Wochen oder sogar länger als 12 Wochen, dann sagen wir, dann ist das eigentlich nicht mehr so ganz unmittelbar mit dem Ereignis zu verbinden. Dann gibt es also etwas, was sich festgesetzt hat. Wir wissen allerdings nicht genau, warum das so ist. Wir wissen, dass das SARS-CoV-2-Virus an verschiedenen Organstrukturen angreift, direkt und indirekt Effekte erzielt. Und wir wissen allerdings nicht, ob die als einzelne Effekte die Probleme machen oder als Konglomerat der verschiedenen Probleme an den verschiedenen Organen. Was wir aber sehen, und das kennen wir auch aus alten, anderen Erkrankungen von früher, dass Bewegungsprogramme sinnvoll sein können, um diese Erschöpfungssymptomatik zu reduzieren. Und jetzt gibt es eine Studie, die haben wir ganz neu aufgelegt bei uns am Uniklinikum. Die wird auch supervidiert trainiert, also von Trainingswissenschaftlern, Ärzten wird draufgeschaut. Und wir machen also eine Studie, um zu schauen, ob ein 4-wöchiges, intensiviertes und individualisiertes Kraftausdauertraining bei Personen, die an diesen Long-Covid-Symptomen leiden, zu einer deutlichen Verbesserung dieser Symptomatik beitragen können. Und das machen wir in einer großen Studie, die eben kontrolliert ist und die eben dann über 6 Monate begleitet werden, die Patienten. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Patienten. Das heißt also, wer selber betroffen ist oder wer Menschen kennt, die betroffen sind, einfach bei uns auf der Homepage des Universitätsklinikums, der Klinik für Kardiologie, vorbeischauen. Da gibt es einen Button direkt zur Post-Covid-Trainingsstudie. Wir blenden das ein. Ja. Und dann kann man sich bei uns anmelden und dann kann man Mitglied oder Teil dieser Studie sein und damit eben zu einem Wissensbeitrag letztlich das Ganze zu unterstützen. Das ist super spannend. Mhm. Wir werden ja im einen Jahr... Also ein Jahr laufen wir jetzt mit den mobilen Bändern durch Deutschland und dann kommen wir nach Leipzig zurück. Vielleicht treffen wir uns dann wieder, ja. Haben schon erste Studienergebnisse. Sehr schön. Würde ich mich sehr freuen. Also, ihr habt gehört, wenn jemand Long-Covid-Symptome hat, bitte melden. Wir werden das einblenden bei uns unten.
Und dann könnt ihr gerne an der Studie mitmachen und ich glaube, ihr würdet unglaublich viel dazu beitragen, dieses Thema, sage ich mal, ein bisschen zu durchleuchten. Ne? Das ist absolut. Ja wirklich. Absolut. Ja. Genau. Sven, super spannend. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Und, wir sehen uns in einem Jahr spätestens wieder. Ich hoffe, auch zwischendurch spielen wir mal wieder Fußball, wenn du fit bist. Ja. Ja. Na, noch ist der Meniskusriss noch nicht ganz ausgestanden. Ja, aber, insofern. Aber bald. Ja, bald. Alles klar. Danke. Danke. Danke.